Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ihr seht mich jetzt ganz normal wie gewohnt ohne Brille. In meinem Alltag trage ich aber tatsächlich eine Brille, weil ich eventuell vielleicht ein bisschen an Sehstärke verloren habe mit dem Alter. Ihr wisst, wie das ist. Und das Ding ist, dass ich tatsächlich auf eine größere Entfernung hin zwar alles erkenne und alles sehe, aber es ist nicht mehr so HD+. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist nicht mehr so richtig krass 4K und keine Ahnung was. Es ist so, ja, ich erkenne den Baum, ich erkenne die Blätter, okay. Und mit der Brille erkenne ich tatsächlich gefühlt die einzelne Aderung der Blätter. Und es ist irgendwie ein anderes Lebensgefühl. Ich bin jetzt nicht mega hardcore angewiesen auf die Brille, aber es erleichtert doch definitiv einiges in meinem Leben. Und es bringt definitiv deutlich mehr Lebensqualität. Das ist übrigens meine Brille. Die habe ich mir bei Mr. Spex im Angebot gekauft vor 2 Jahren. Ich bin auch eigentlich tatsächlich super, super zufrieden mit der Brille. Nur ist tatsächlich leider etwas schiefgelaufen. Beziehungsweise jetzt nach 2 Jahren kann ich sagen, dass die Metalllegierung hier an der Seite, und zwar genau hier in dieser Schläfenregion, die ist abgegangen. Und das Problem daran ist, dass ich tatsächlich auf das, was unter dieser Metalllegierung ist, allergisch reagiere. Also ich dachte mir so, ich bin vielleicht gar nicht so krass anfällig bei Kontaktallergien. Ich habe 3000 andere Allergien, liebe Leute, aber Kontaktallergien, wenn ich meine eigene Brille trage, habe ich jetzt irgendwie nicht so, ja, nicht so mit gerechnet. Ich war dann super genervt, habe das so meiner Mutter erzählt und meine Mutter war so, aber das ist doch total logisch, was du jetzt machst. Bevor du dir jetzt sofort eine neue Brille kaufst, wir kaufen dir irgendwann in Ruhe eine, Kind, ja. Aber bevor du dir jetzt einfach so auf die Schnelle irgendeine Brille kaufst, lackier doch einfach mal mit Klarlack drüber. Und ich war so, ach Mutter, das ist ja aber ganz dünnes Eis. Also jetzt stell dir mal vor, ich reagiere auf das, was unter dem Metall ist. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dann irgendwie Klarlack einfach da drüber zu malen. Nachher mache ich irgendwie das ganze Gestell irgendwie kaputt und entstelle das. Oder ich reagiere vielleicht durch diesen dauerhaften Hautkontakt mit dem Nagellack vielleicht auch nochmal irgendwie kontaktallergisch da drauf. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und meine Mutter war halt super pragmatisch und sie hat tatsächlich auch vollkommen recht damit gehabt. Die war halt so nach dem Motto, Kind, du hast jetzt eine Brille, die du nicht tragen kannst. Bevor wir dir eine neue kaufen, probier das doch mal mit dem Klarlack aus. Ich habe da schon positive Erfahrungen mit gesammelt. Deswegen dachte ich mir, ich muss auf jeden Fall diesen Lifehack mit euch teilen, weil ich persönlich wäre Punkt 1 nicht auf die Idee gekommen. Und Punkt 2 wäre ich super, super skeptisch gewesen, hätte meine Mutter mir das halt nicht erzählt. Also ich glaube, hätte mir das jetzt irgendwie irgendjemand erzählt, dann würde ich mir so denken, ja, aber ich weiß nicht. Aber das Ding ist, Leute, ich kenne meine Mutter. Meine Mutter ist ein richtiger Übermensch. Meine Mutter hat Lifehacks gefühlt für alles. Meine Mutter ist super, super kreativ. Also meine Mutter ist einfach wirklich... Mir fehlen die Worte. Meine Mutter ist einfach krass, Leute. Wirklich, ich bin ganz ehrlich. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich bin zwar skeptisch, rein inhaltlich, objektiv bin ich skeptisch, aber ich vertraue meiner Mama. Deswegen bin ich tatsächlich nach DM gegangen. Ja, wirklich, Leute, ich habe keinen Klarlack zu Hause gehabt. Ich bin also zu DM und habe mir hier so einen günstigen Klarlack von Essence, glaube ich. Ja, von Essence gekauft und habe tatsächlich über die anfällige Stelle mal drüber lackiert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Die Stelle, die so ein bisschen angekraxt ist, ist nämlich hier, Leute. Hier habe ich auch schon mit Klarlack drüber lackiert. Da ist halt auf jeden Fall ein Stückchen Metalllegierung abgegangen, was man jetzt in der Kamera vielleicht so ein bisschen sieht, hier so. Auf jeden Fall habe ich damit Klarlack drüber lackiert und zwar auf beiden Seiten. Und ich muss sagen, es hat super, super gut funktioniert. Ich habe nicht allergisch drauf reagiert. Es fühlt sich nicht komisch an, nicht rau, weil Klarlack natürlich auch irgendwo so eine Eigenschaft hat. Das macht das ja alles nochmal so ein bisschen glatter und schöner. Und es fällt auch optisch überhaupt nicht auf. Also wirklich, ich wäre niemals auf die Idee gekommen. Ich hätte halt Angst, dass meine Brille dann für immer und ewig irgendwie zerstört ist, wenn ich da irgendwas drüber lackiere. Aber es ist wirklich ein mega, mega cooler Lifehack. Und falls ihr irgendwann mal so ein Problem haben solltet, dass ihr irgendwie auf eure Brille allergisch reagiert oder so, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich übernehme natürlich gar keine Haftung für irgendwas. Ich kann euch halt wirklich nur meine Erfahrungen mit auf den Weg geben. Bei mir hat es super, super gut funktioniert. Ich habe selber nicht damit gerechnet. Ich war selber sehr, sehr, sehr skeptisch. Aber, also der springende Punkt ist ja, ihr könnt die Brille so oder so nicht mehr tragen. Ihr habt halt eine Kontaktallergie gegen diese Brille. Das heißt, entweder ihr kauft euch ein neues Gestell oder ihr versucht das alte halt irgendwie wieder hinzubiegen bzw. überzulackieren. Ihr könntet natürlich auch schauen, ob ihr vielleicht in dem Laden, wo ihr euch die Brille geholt habt, irgendwie aus Kulanz vielleicht ein, weiß ich nicht, ein neues Gestell bekommt oder so. Bei mir persönlich sind halt schon 2 Jahre vergangen und deswegen habe ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr probiert. Jedenfalls hat mir dieser Lifehack tatsächlich mega, mega geholfen. Ich habe wirklich einfach ganz normal mit diesem Nagellack da drüber lackiert, habe das dann 15 Minuten einfach so abgestellt und gewartet, dass es wirklich hart wird und dass es nicht mehr irgendwie wie bei Nägeln so eindötcht, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe es also wirklich hart werden lassen und
Es hat super gut funktioniert, Leute. Falls ihr jetzt also irgendwann mal so einen Struggle mit eurer Brille haben solltet, ist das vielleicht irgendwie eine Idee, die ihr in Erwägung ziehen könntet. Vielleicht funktioniert es bei euch ja genauso gut. Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen. Ich bin froh, dass ich meine Brille wieder tragen kann, dass ich alles wieder in 4K HD Plus sehen kann, jede einzelne Aderung auf diesen Blättern draußen erkennen kann. Das ist schon krasse Lebensqualität und ich persönlich neige halt auch zu Kopfschmerzen, wenn ich die Brille nicht trage, irgendwie einige Stunden lang. Und deswegen mega cooler Lifehack für mich. Das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich wünsche euch einen super, super schönen Tag und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ihr dürft mir natürlich sehr gerne ein Abo dalassen. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ihr dürft mir natürlich sehr gerne ein Abo dalassen oder auch einen Daumen hoch. Und falls ihr hier oben auf das i klickt, kommt ihr zu meinem Bikini-Try-On-Haul-Video. Vielleicht interessiert es euch ja auch. Habt einen super schönen Tag und bis bald.